dritte Folge von unserem Cabin Simulator. Kepper Simulator, Entschuldigung. Oh Mann, ey, habe ich eine Sprache drauf. Wir haben in der letzten Folge ein Essen weggeworfen, weil ich ja eigentlich dachte, dass wir hier Plus machen. Aber wir haben keine 10 Kunden, wir haben nur 8 Kunden gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Mist gelaufen irgendwie. Aber gut, können wir jetzt nichts machen. Heute möchte ich gerne die Tomatensuppe mit euch machen. Aber dafür brauchen wir den Herd. Genau, das müssen wir jetzt erstmal machen. Und wir brauchen einen Topf. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt einmal... Ich wundere mich, warum ich nicht reinkomme. Ich laufe einfach gegen der Scheibe. So, das heißt, wir werden heute mal kein Fleisch machen und werden heute eine Tomatensuppe machen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken. Irgendwas zum Braten. Ah, da kriegen wir das Level 20. Da kostet 2000, den haben wir aber schon. Gut. Den brauchen wir einmal, um unsere Suppe zu machen. Ah, machen wir jetzt erstmal hier. Genau. Rezept. Tomatensuppe pinnen wir jetzt mal an. Ja, genau. So, wir brauchen Tomaten. So, jetzt ist es aber so, dass wenn man die Tomaten schneidet, dass wir dadurch welche kriegen, das wusste ich auch noch nicht. So, wenn wir jetzt mal gucken. Das sind 4. Das heißt, 2 Tomaten brauche ich für eine Suppe. Das wusste ich auch nicht, dass das dann in Stücken mitzählt. So. Jetzt brauchen wir Milch und Butter, brauchen wir jetzt sogar tatsächlich. Das heißt, wir kochen jetzt Butter und Milch ein. Und einen Pott. Dich brauche ich einmal. Milch, Butter. 1, 2. Und, wie ist das? Butter und Milch. Milch. Genau. Das mit. Muss. Hä? Sag mal, du sollst mit zu meinem Geschäft und nicht hier liegen bleiben. Jetzt weiß ich nicht, was wir frieren. Boah, sag mal, das, ich hab's mit den Türen. Die sind sowas von sauber, diese Türen. Das ist ja Wahnsinn. Ich mache jetzt. Aber muss gar nichts rein. Okay, das ist gut. Der Topf. Wir brauchen. Also. 1,5 Liter Wasser. So, 1 Liter 20. Das war nichts. Ja, genau. Oh, okay. Perfekt. So, Tomaten packen wir auch rein. Haben wir gemacht. Genau. Milch, das weiß ich noch nicht, wie ich die abmessen soll. Achso, das ist dann eine ganze. Gut. Gut, das ist eine ganze. Gut. So, kochen. Auf einer Suppenteller übertragen. Gut. Jetzt weiß ich nicht, ob... Ich Suppenteller habe, doch habe ich. So. Da machen wir schon mal Speisekarte und wir haben heute die Suppe im Angebot. So. Jetzt weiß ich nicht. Okay, ich glaube, das war zu viel. Gut, keine Ahnung, wie viel drauf ist. Wir bringen es. Petersilie, genau, die fehlt ja. Genau. So, und heiß servieren, natürlich. So, servieren. Oh, wir haben 100% bei der Tomatensuppe. Krass. Und gut gemeistert heißt das. Das ist krass. Das habe ich auch ganz selten, dass ich jetzt 100% gleich sofort mit das Ding geschafft habe. Genau, wie viele müssen wir denn servieren, dass wir das schaffen? 4 Stück, ja, das ist nicht so schlimm. Aber Tomatensuppe, was kostet die Tomatensuppe? Die kostet 110. Das geht ja. Das teuerste ist ja noch immer mein Lieblingsfleisch.
Aber diesmal hat das einen Vorteil, weil die Suppe tatsächlich diesmal. Ja, wie heißt das? Ja, weil die Suppe diesmal aufkochbar ist. So. So, dankeschön. Guck mal, er hat schon wieder gekauft. Den Automatengeld haben wir schon längst wieder drin, das Geld. Ja, gerne. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie wir das kochen aufkochen wollen. Ich weiß nicht, ob die Suppe tatsächlich dann schlecht wird. Ja, das könnte auch uns tatsächlich dann passieren, wenn, weil das noch so viel drin, ne? Dann müssen wir mal gucken, weiß nicht. Müssen wir dann eben zweimal Gerichte. Zweimal servieren nehmen. Auch wenn es jetzt ein bisschen dann verkocht ist, aber wenn es geht, das ist die andere Frage. Das weiß ich nicht. Genau, jetzt kochen wir wieder auf. Tomaten sogar. Wir haben sogar noch für zweimal. Ich habe die Petersilie vergessen. Aber 100%. Cool. Das ist cool. Wir haben sogar nochmal für eine Suppe. Okay, das müssen wir ausprobieren, ob wir, wenn wir zum Beispiel jetzt einen Tag schlafen gehen, ob die Suppe dann schimmelt. Das weiß ich nicht, weil das habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert. Den Fleisch weiß ich. Auf jeden Fall, wenn das hier liegt, dann schimmelt das. Aber ob es jetzt mit der Suppe genauso ist, weiß ich nicht. Oder wir müssen so einen Kühlschrank packen. Kotze voll, ey. Ja. Ja, Suppe ist noch da, aber gute Frau. Aber wir haben gute Zeit. Da könnten wir Glück haben, ob wir nochmal 2 Kunden kriegen. Aber da müssen wir echt schnell servieren, ob wir nochmal 4 Kunden kriegen. Oh, sie hat da was. Sie hat ihr Bär oder so mitgebracht. Jo, sie hat ihren Bär mitgebracht. Guck mal, sie hat ihr Bär. Anscheinend von ihr geschenkt. Noch 4 Kunden, ey, das wäre so geil jetzt, ne? Komm her. Das wäre so geil. Gut, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen sollten, wird knapp, ey. Die Zeit rennt uns ein bisschen von. Ja, es wird dunkel. Ne, 2 Kunden noch mehr nicht. Schade. Hat leider nicht mehr. Na gut, kann man nicht. Oh, wir haben doch wieder was freigeschaltet gekriegt. Jetzt können wir eigentlich doch die neue Gegenstände machen, ne? Ne, wir können es doch immer nicht machen. Aus welchen Gründen nicht? Ja, wir haben es leider nicht mehr geschafft. Na und dann getrotzelt, ja. Kann man nichts daneben machen. Warte mal. Ah, haben wir gemacht. Der nächste kommt jetzt eher. So, kriegen wir jetzt noch Kunden? Nein. Gut, dann versuchen wir es jetzt tatsächlich so, wie ich gesagt habe, dass wir jetzt das Essen hier tatsächlich stehen lassen, nochmal einmal verkaufen werden. Und eine Lösung habe ich jetzt nicht. Und dann müssen wir warten, ob wir Glück haben oder nicht. So, Licht aus. Aber es ist noch nicht 2 Tage da. Wollt doch noch aufmachen? Ich weiß es nicht. Doch, wir kriegen noch Kundschaft. Hä, das mit dem Essen ist so seltsam. Junger Mann, wenn sie ein bisschen Geduld haben, koche ich natürlich nochmal das Essen auf. Ich habe damit kein Problem. Oh, das Essen ist noch so viel davon, ne? Das ist Wahnsinn. Hier. 100%, das Essen ist tatsächlich noch fit. Creaky, creaky. Gut, dann muss das Essen jetzt entfernt werden, weil ich glaube nicht, dass noch eine Person kommt. Nee. Gut, kann ich dann also entfernen schon mal. Gut, dann ist das Essen raus. Dann bist du jetzt der letzte Kunde. Aber ist ja noch nicht so schlimm. So, dann mache ich schon mal gleich zu.
Dann ist sowieso zu, der Tag ist vorbei. Dankeschön für Ihre Gebühr. Jetzt will ich ja nicht mal, ob die Suppe schlecht wird, wenn wir das jetzt über Nacht hier stehen lassen. Dankeschön. Aber hier juckt das auch echt kein, was ich hier stehen habe. Ehrlich, da saß jetzt mal eine Person auf den Scheißstuhl. So. Gute Nacht. Bis zum nächsten Tag. So. So. Haben wir Minus oder Plus gemacht? Das weiß ich nicht. Wir haben 9 Gäste gehabt. Ah, wir haben 1050 Plus gehabt. Das ist cool. Das ist cool. Gut. Spiel wurde gespeichert. Das ist nett von dir. So, wir haben 4400. Alter, habe ich ordentlich Cash jetzt gemacht. Ich habe jetzt irgendwie Angst, im Topf reinzukommen. Das kann jetzt böse werden, das kann auch nicht böse werden. Und die Suppe ist noch gut. Das ist die Geschäftsidee. Dieses Essen schimmelt nicht. Das hört sich bescheuert an, aber es ist so. Das Essen wird nicht schlecht. Dann habe ich eine Idee. Was ist das denn? Dann machen wir so, genau, dann buchen wir noch ein. Dann machen wir ein Zweitagesgericht jetzt. So, dann machen wir jetzt einmal Fleisch. Das bereiten wir zu. Warte mal. Jetzt muss ich aber jetzt erst umbringen, bevor ich jetzt anfange hier große Sprünge zu machen. Am besten mit Schubladen. Genau. Wo ist er? Am besten mit Schubladen, weil ich dann Gegenstände am besten einmachen kann. So. So, machen wir erstmal 3 Stück. Genau, weil dann C bauen wir ihn jetzt. Dann tatsächlich hier rein. So, dann bestellen wir noch einen Gegenstand davon. Die sind ja nicht teuer, 120 waren das, ne? 180, Entschuldigung. So. Und machen hier dann die Vorbereitungen. Genau, das hier also. So. Zack. Zack. So. Der Topf geht hier hin. So, dann bestelle ich noch 4000. Genau, ich brauche jetzt kurz Salz und schwarzer Pfeffer. Also, dann machen wir es jetzt so wie gesagt. So, das ist dann einmal das Gericht. Und wir brauchen noch eins. Jetzt weiß ich nicht, ob wir dadurch mehr Kunden kriegen oder nicht. Das packen wir wieder zurück. Dann brauche ich welche davon. Mal 4, 2. Ja gut, vielleicht sollte ich die dann vorher pflücken. So, die sind für die Schnitzel. Und dann brauche ich einmal, ja weiß nicht, mal 4 Stück erstmal für die Suppen. Genau. Suppen machen wir, aber Suppen, Suppe machen wir auch nochmal 2. Genau, boah, jetzt muss ich tatsächlich 2 Gerichte machen, das wird hart. So, das Roh. Genau, das fangen wir erstmal da rein. Ihn schmeißen wir schon mal auf den Grill. Asche schmeißen wir auch schon rein. Nee, und Kohle schmeißen wir auch gleich weiter rein. Dann haben wir ihn schon mal angezündet. Hallo? Okay. Speisekarte. Dann machen wir jetzt ihn rein und wir machen die Suppe rein. Genau. Perfekt. So. Ihn zünden wir jetzt an. Nee, der ist hier.
Dann brauche ich hier einmal das. Genau. Das ist. So, also, wir müssen jetzt kurz das braten alles. Oh, jetzt habe ich, jetzt will ich tatsächlich, weil ich zwei Gerichte machen muss. So. Muss gucken, noch und noch. So, genau. Das kann dann auf Normalteller. Zack. Zack. Dann einmal eine Tomate. So. Genau, das servieren auf einen Tisch. Ist das egal, ruhig? Ja. Servieren. Ja gut, das ist gut. Und auf einen Teller einmal die Suppe. Gut, das ist nicht so schlimm. Wir machen ja eine neue. In der Zeit, wenn die anfangen... Ach, ich hab wieder die, ach, sag mal, wie heißt das schnell? Ich hab wieder das grüne Fell. Ist nicht so schlimm. So. Genau. Und dann machen wir jetzt auf. So. So, die können jetzt, entscheiden, was sie wollen. Ich muss jetzt kurz ein bisschen spülen. Mal abwaschen. So. Das wird jetzt auf jeden Fall... volles Geschirr. Ich pack das jetzt einfach so rein. Ich habe jetzt kein Bock groß. Ja, hallo. Achso, bist du jetzt fertig? Wo bist du fertig? Gut. Okay, das ist cool. Oh, der hatte so. Puh, ein bisschen Stress jetzt. So, Tomatensuppe, genau. Die können wir jetzt kurz machen. Das waren. Wie soll ich denn den Tisch reservieren, bitteschön? Sag mal. Gut. Sag mal. Was? Hä? Oh, Junge, was macht der denn da? Oh, Junge. Gut, ist perfekt. Gut. Ich lasse euch jetzt noch ein bisschen zappeln, weil ich muss jetzt kurz ein bisschen schneiden. So, dass ich jetzt meine Suppe habe. So. Da. So, das kann jetzt brutzeln. Jetzt darfst du gehen, von mir aus. Ach, das wollte ich mein Geschirr wegschmeißen, so mal. Ich bin schon aufgedreht genug hier, ey. Ah, das hab ich schon mein Essen hier serviert. So. Gut, das kann jetzt aus. Das ist dann fertig. Und einmal kurz das einmal fertig machen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Junge, ist das ein Ernst?
gut, weiß ich jetzt nicht, ob er. Nein! Er hat Ezra-Wünsche. Etablieren. Ja, habe ich nicht, Junge, habe ich nicht. Ach, jetzt habe ich schon wegen den Kunden das, Junge, ich habe kein Hähnchenboiler. Der will mir jetzt nicht ernsthaft da so lange, bis er warten, bis er das Essen hat. Oder der Fisch, hab ich nicht. Ne, der will warten. Das auch noch. Das ist jetzt richtig Mist. Das Gericht habe ich gar nicht in meiner Liste, Digga. Ach du Scheiße. Anpinnen. Danke, du hast jetzt meinen Tag versaut. So. Also. Eins, zwei. Jetzt muss ich auch noch doppelt kochen hier. Wo bleibt der Kunde? Wo bleiben die Kunden? Sag mal, ich hab doch jetzt nicht extra um sonst essen. Ach, ist nicht sein Herz. Also. Hühnchen braten. 3, 3, gut. Das ist alles okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, kurz ein bisschen braten. Ach, was für ein Mist. Kein weiterer Kunden kommen. Aber die Zeit bleibt stehen, das ist gut. So. Ah, ich habe falsche Gewürz genommen. Naja, egal. Auf einen Teller. Hühnchen, Tomaten, Grillen. Tomaten schneiden. Ich sag mal, wie willst du denn? Das gibt's doch nicht. So, was? Tomate. Gut, dass ich so viel habe. Tomate. Gut, müssen wir kurz grillen. Das war's. Na gut, das ist jetzt nicht schwer, weil ich dachte, er hat auch jetzt nur so eine begrenzte Zeit. Toll. Jetzt bleiben mir die Kunden wegen dem weg. Toll. Sehr schön. Das ist nicht sein Herz. Kann ja nur werden, mir passen. Ja komm. Ist jetzt missgelaufen. Ah, jetzt habe ich irgendwie Angst. Ob er kritisch ist oder nicht. Das weiß ich nicht. Ob er kritisch ist oder nicht. Den ganzen Tisch rasiert. Haha, heiß, heiß, heiß. Es ist supi. Super. Gut, er ist zufrieden. Er ist weg. Gut, gut. Kunden können weiterkommen. Kunden sind weiter erlaubt.
So. Gut, gut, gut. Ach, Mann. Das war aber ein böser Kunde. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Und einmal wieder zu Saphir. Ich habe es kalt fehlende Zutaten. Jetzt habe ich total verkackt. Ich habe die Zutaten verkackt. Ich habe es vergessen, auch mal aufzuwärmen für den Kunden. Naja, egal. Dann habe ich es jetzt kalt. Oh, aber das war jetzt kein leichter Tag, weiß nicht. Durch den Koch jetzt auch noch so, weiß nicht. War das jetzt ein bisschen stressig? Auch zufrieden? Gut, aber es können zum Glück noch zwei Kunden kommen. Ja. Suppe mache ich jetzt nicht rein, außer wenn ihr jetzt Suppe will, das wäre jetzt blöd für mich. Bitte keine Suppe, bitte keine Suppe. Nein, Erwischnis, das ist gut. Das heißt, Suppe habe ich jetzt für morgen was. Cool, Suppe habe ich heute gar nicht gebraucht, nur irgendwie das Fleisch. Oh, also die Folge war jetzt echt ein bisschen hart. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt haben wir erst tatsächlich die Gegenstände von ihm bekommen. Also erst haben mussten wir dann tatsächlich machen. Okay. So, Dankeschön, schönen Tag noch. So, schönen Tag noch. Gut. Ich muss putzen. Und für heute Schluss im Schacht. Damit ist auch wieder die Folge geschafft. Lasst ein Like und ein Abo da. Tschüssi.